Hallo und herzlich willkommen. Für alle, die den Motorraum am Fahrzeug mal geöffnet und sich gefragt haben, wie viel Blei ist eigentlich in einer Batterie, würde ich heute sagen, wir finden es einfach mal zusammen heraus. Bevor ihr eine Batterie öffnet, solltet ihr euch über die neue Rechtslage zwecks Batteriesäure bzw. Schwefelsäure klar sein. Ich habe euch das Gesetz, das 2019 verabschiedet wurde, einmal eingeblendet. Pausiert das Video, lest euch in Ruhe durch. Kontext davon ist, dass der Besitz von Schwefelsäure, worunter Batteriesäure zählt, in Konzentrationen über 15% mittlerweile strafbar ist. Ich habe aus einer Werkstatt eine Batterie bekommen, die schon trockengelegt wurde vorher, daher können wir diese recht gefahrlos zerlegen. Geht vorher natürlich sicher, dass die Batterie auch entladen ist. Zum Öffnen habe ich das verwendet, was ich hatte, in dem Fall mit einer Säbelzahnsäge probiert. Ging tatsächlich erschreckend gut. Wir öffnen erstmal das Batteriegehäuse und riskieren mal einen Blick rein. Auch sieht man jetzt beim Öffnen vom Gehäuse schon, welche Zelle defekt war. Die Bleistege, die ich jetzt heraustrenne, sind, glaube ich, gewichtsmäßig der größte Anteil vom Blei, das in der ganzen Batterie vorhanden ist. Beim Rausholen der Zellpacks verwendet entweder Handschuhe, die ihr nicht mehr benötigt, oder chemikalienresistente. Es muss einem bewusst sein, dass man hier mit Schwefelsäure arbeitet. Diese ätzt euch auch die Handoberflächen auf, kann bei einem Spritzer in die Augen zu schweren Verätzungen führen. Daher seid immer vorsichtig bei der Arbeit mit solchen Sachen. Zu guter Letzt noch einmal das Gewicht. Die Batterie hatte komplett 11 Kilo, also lediglich 1,5 Kilo Gehäuse und 9,45 Kilo der Inhalt. Was die Batterie gefüllt gewogen hat, kann ich euch nicht sagen, da ich diese schon trockengelegt erhalten habe. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Stefan, fürs Spendieren der Batterie. So, wenn der Arbeitsplatz wieder penibel sauber ist, dann können wir weitermachen. Den nächsten Schritt habe ich nicht aufgenommen, dieser ist allerdings wichtig. Bevor wir jetzt das Innenleben der Batterie aufkochen können, müssen wir zuerst die Schwefelsäure neutralisieren und die Materialien trennen. Pausiert hier gerne das Video, lest euch durch, wie man die Säure neutralisiert und fahrt dann fort. Es folgt danach das Trennen von den Materialien. Zuerst habe ich die Kunststoffbehälter von den einzelnen Zellpacks getrennt, danach die Gitter und dann das restliche Innenleben.
Da ich das Einschmelzen vom Blei zwar gefilmt habe, hier allerdings das Handy, mit dem ich gefilmt hatte, den Dienst verweigert hat, hänge ich hier mal ein Video dran, wo man sieht, wie ich normalerweise Blei schmelze. Als Wiederlader schmelze ich durchaus öfters Blei, wenn man auch, wie hier sieht, in viel größeren Mengen. Nachdem man das Blei einmal aufgekocht hat, wird es erstmal gefluxt, damit der Reinheitsgrad höher wird. Dies geschieht mit Wachs in Form von alten Kerzen, von Teelichtern oder was man auch sonst findet, wachshaltiges. Man wirft ein paar Stücke Wachs ins Blei, rührt einmal um, damit das Wachs untergehoben wird. Somit lösen sich im Blei die Unreinheiten. Man sieht dies an dieser grünlichen Schicht, die oben aufschwimmt. Das sind andere Bestandteile wie beispielsweise Zinn, Zink, Antimon, teilweise auch Kupferstaub oder anderes. Wenn dies von der Oberfläche abgeschöpft ist, kann fortgefahren werden und danach ist das Blei deutlich, deutlich klarer. Auch beim Gießen fällt einem das extrem auf. So, das Gießen habe ich von der falschen Seite gefilmt. Dies war eigentlich vor einer längeren Zeit einfach mal ein Versuch, um das mitzufilmen, da mich das Gießen von Metall an sich interessiert. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, dann seht ihr zumindest auch, wie ich die Bleibarren herstelle. Falls es jemanden interessiert, in dem Topf waren insgesamt ca. 50 Kilo, ich glaube 47 Kilo waren es am Ende. Auch hier gilt beim Gießen wie bei jedem Metall, heizt vorher die Form mit einem Brenner an. Es sollte auch nur etwas Restfeuchte in der Form an sich enthalten sein, wenn man das Blei reingießt. Kommt einem dies, so wie man es reingießt, auch direkt wieder entgegen. Das Gießen vom Blei geht bei der Menge natürlich extrem flott. Alles, was ich mit dem zweiten Gerät gefilmt hatte, war wegen einer defekten SD-Karte im Nirvana verschwunden. Man sieht hier dann einmal ebenfalls, dass
herausholen von den restlichen Unreinheiten und am Ende blieben 6 Barren übrig. Wie viel kam denn nun insgesamt rum? Letzten Endes waren es dann 2,24 Kilo. Jetzt kommt natürlich die Frage, lohnt sich das Ausschlachten von Batterien? Lasst es mich so ausdrücken. Mit diesem Fazit möchte ich mich verabschieden, bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, schaut gerne wieder rein, abonniert den Kanal und lasst auch gerne Vorschläge da für weitere Videos dieser Art.